told them. Tired eyes, and everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie.
empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. So, da bin ich wieder pünktlich, unpünktlich, so wie es ja sein muss. Ich habe ja immer eine Minute Verspätung, was ich ja immer sehr feier. Irgendwie hat sich die Minute irgendwann mal so eingeschlichen und dann ist die irgendwie so geblieben. Irgendwie cool, ich weiß auch nicht warum. Irgendwie ist halt so. Ich grüße erstmal alle, die heute hier sind. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Wir haben 20:01 Uhr, eine Minute zu spät und das ist das Schöne an der Sache. Werde erstmal kurz das Bild hier anmachen. Und wir gucken erstmal, wer so ein bisschen da ist. Schauen erstmal eine Runde rum und gucken mal. Jagged, danke für 8 Monate, Jagged. Ganz liebes Dankeschön. Da haben wir Junges Kann, hat sich den 31 Monat geknallert. Ich denke, die für 31 Monate, Single 2 Jahre. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, Markus und Lena, durch den Chat. Ganz liebes Dankeschön. Schön, dass du da bist, Single. You are welcome. Elke, danke für 100 Bits, Elke. Ganz liebes Dankeschön, liebe Elke. Dankeschön, Dankeschön. Dann gucken wir mal. Hier, Big Baba hat sich den 11. Monat. Noch einen Monat, ne? Ist auch schon ein Jahr durch, du. So schnell rennt die Zeit, du. Subtiger Man, schau, wie dir geht's gut, du. Danke für den T3, für 26 Monate und den T3 am du. Ganz liebes Dankeschön, Subtiger. Ich hoffe, dir geht's gut, Mensch. Und gesundheitlich alles beim Besten. Dann haben wir noch die Heike. Danke für 14 Monate. Dankeschön, auch schon für über ein Jahr. Wahnsinn, ne? Sellen suchen. Danke für 100 Bits einsuchen. Ganz liebes Dankeschön, ihr lieben Engel. Dann gucken wir jetzt mal hier mal kurz in den Chat. So, hallo, lieber Chat. Wir gucken mal, Danny Sides 007, ganz liebes Dankeschön für 31 Monate, Danny. Danny Sides, ganz liebes Dankeschön. Komm, wir gucken jetzt hier mal, 20 Uhr, habe ich hier einmal, Mausch ist da, Sarah ist da, Beowulf, Manic Insane, Elfentaur, Sellen suchen, Orchidee, Sarah und dann haben wir Delena, Cassery, Jessa Bella, Chris von Wien, Paar Burkhardt, die Heike, die Delena macht hier ein Smoothie Emoji. Dann haben wir euch die Frage, ob es einem gut geht. Bio macht einen guten Abend, sehe ich hier gerade. Julika 72, Nico 1411. Dann haben wir Cashery macht den tanzenden Dino. Orchidee grüßt hier rum. Butterfinger sehe ich hier. Die Jule, Dankeschön für 56 Monate schon, die dabei bist. Jule, ganz liebes Dankeschön. Butterfinger, wie macht den Dino? Die einzigartige Mandy, Cry My Name ist hier. Der Nick 1984 sehe ich hier. Aramea ist dabei. Sangue feiert eine Runde. Lara Teddy ist hier.
Dann haben wir hier unten noch X-Tag, Fabian 20 Uhr 1, eine Minute zu spät, sagt Miss Peppermint, also pünktlich, genau. Julika macht Hallo, hallo Julika, Fabi macht Abend. Dann haben wir Vitrana ist hier, Melira 13 macht Namen, Record 72, willkommen zurück, yo, welcome, grüß dich. Foxhound macht ein Hallo, Blasin, moin, Erika Lord Kacke, danke für 17 Monate, Erika. Ganz liebes Dankeschön, Erika. Ramir macht ein Hallo, der Raphael, hallo, guten Abend. Joss Whisperer macht Hallo, die lieben Jenny 49 Namen, Killer Mieze winkt rein, Bürgermeister Otto sehe ich hier unten noch, Matthias ist am Start. Dann haben wir der Tina T. macht ein Hallo, Jackie 92 winkt in die Runde, Bus Rider ist hier, Mieze Kotze sehe ich hier unten, Elvira macht einen Abend, Aramir ist erkältet, ich bin nur so ein bisschen eingeschlagen, aber es wird besser, ne? Aber so dürfte ich nicht arbeiten gehen. Gerade wenn ich dann so mit alten Leuten morgens arbeite, das geht nicht. Die sind so voll krank. Ne? Also ich höre mich auch nur so gut an, weil ich Nasenspray drin habe. Ohne Nasenspray würdest du mich, glaube ich, gar nicht verstehen. Tubelinus, einen Abend. So, dann haben wir noch Leraxella. Sehe ich hier noch. Hi, gefragt, wie es geht. Ja, geht aufwärts. Also es geht jetzt aufwärts. Nur ein paar Nachwehen jetzt noch so. Ein bisschen noch sehr bleierne Schwere im Körper. So, das ist anstrengend. Gerade so, oh, einfach so bleiern schwer. Und bin sehr viel müde noch am Tag. Und wie gesagt, Nasenspray drin. Sonst würde ich, glaube ich, so eine Stimme haben ohne Nasenspray jetzt. Wie musste ich mir Nasenspray reinmachen? Weil sonst würde ich gar nicht klarkommen um die Uhrzeit. Aber es geht aufwärts. Ne? Also geht jetzt zügig, also geht jetzt steil nach oben, mir geht es jeden Tag besser. Samstag ist jetzt Community-Treffen. Guck mal, wir haben jetzt heute schon Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ach, bis dann bin ich tausendmal gesund wieder. Ja. So, Joker-Dame will gegrüßt werden. Hallo, Joker-Dame. Butterfinger will persönlich nochmal gegrüßt werden. Grüß dich. Aramir sagt gerne mal 100 Mal Hallo, hallo. Und Raphael, danke für die 100 Bits, Raphael. Ganz liebes Dankeschön. Nini, 57 Monate. Boah, mein Gott. 4 Jahre und 9 Monate in der Abo-Falle. Wie heißt der Gott der Vegetarier? Kräuterbuddha. Ja. Ja, so heißt er. Nini, der Gott der Vegetarier, Kräuterbuddha. Kräuterbuddha. Ja, der war... ...57 Monate auf jeden Fall. 4 Jahre und 9 Monate, ich denke dir. Der war flach. Rider Dogs Namen war der flach. Snork sagt, Mensch, Marc, sieht dir heute wieder sehr schön aus. Ja, frisch rasiert. Ne? Kuchen ist super, guten Abend. Jule lag in der ersten Urlaubswoche mit Bronchitis flach. Ich habe auch einen halben Urlaub auf Mallorca gelegen. Ja, kann man nichts machen. Kriegt jetzt zu Hause schon die Decke auf dem Kopf? Nö, geht. Nö, hab mal ein iPad eingerichtet, so ein iPad ein bisschen rumgeschraubt und so. Nö, geht noch, alles gut. Ja. Also mein Teststreifen war nur noch mini hauchdünn, so hauchdünn nur noch. Also morgen müsste ich komplett durch sein. Gucken wir mal. Jenny 49 auch erkältet. Kannst du auch Katzen von Dämonen befreien? Ja, das heißt Whiskas. Whiskas heißt das. Schnaddel, danke für 12 Monate, Schnaddel 18. Ganz liebes Dankeschön. 1 Jahr schon. Und Chiras, danke für 9 Monate. Ganz liebes Dankeschön. Danny Dog, ah, Grüße bestellen. Ah, ah, super. Das ist super lieb. Bestellen wir zurück. Bestellen wir zurück. Wind ist auch leichter Kälte. Die frische Luft und Dr. Wald haben richtig gut getan. Bäume umarmen. Das ist super. Meine Füße, Beine wollen auch nicht so, mag mal das Beste raus, könnte besser. Ach, gute Besserung, Matthias. Sturmfeige, Abend. Am 23. bis Ende November bin ich auf Mallorca Hochzeitstag. Sehr schön, genieße es. Elke. Und ich weiß immer noch nicht, was du magst. Marmelade, wenn ja, Weintraube, Kirsche, Pflaume. Kirsche, Pflaume. Kirsche, Pflaume. I love Kirsche, Pflaume. Danke, Elke. Ja, ich habe in letzter Zeit da nicht großartig reingeschaut. Irgendwie. Weil ich bin eigentlich so am Tag gerade froh, dass ich über den Tag gekommen bin. Und Tigerlili, grüße dich. Wenn aber noch hier unten.
Ja, Elfentau macht noch eine Grußrunde, hier sehe ich gerade. Chiras macht noch ein Hallo unten. Dann haben wir hier unten noch Bob, 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 haben wir schon Hallo gesagt. So, und wenn jemand jetzt noch nicht Hallo bekommen hat, hallo, ich grüße dich, schön, dass du da bist. You're welcome. Ja, interessant, ja, also ich habe ja den kompletten Tag so zu Hause verbracht, außer jetzt, wo ich hier hingedüst bin. Und sind ein paar echt creepy Sachen gewesen heute. Wirklich creepy Sachen, die werde ich euch gleich mal erklären und erzählen, was da passiert ist. Habe auch keine Erklärung dafür. In keinster Weise. Auf jeden Fall die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist super interessant. Und dann gucken wir, ob wir heute Abend was bekommen. Wir werden auf jeden Fall heute in Jenseitskontakte reingehen. Ne? Also jetzt nach meinem Urlaub. Und jetzt dann noch nach, überhaupt nach der Zeit, wo ich jetzt nicht streamen konnte wegen Urlaub und so. Dann machen wir heute Abend Jenseitskontakte rein, werden dann mal wieder mal kurz in den Bereich von Ouija und so reingehen. Gucken wir, ob wir da wieder was bekommen. Und da ganz wichtig, ja. Und immer wieder bitte zu verstehen, immer wenn wir uns hier mit beschäftigen, können wir hier keine Garantie geben, dass wir interessante Kontakte bekommen. Das funktioniert nicht. Wer übertriebene und fiktive Kontakte haben möchte, der ist auf YouTube immer besser aufgehoben, weil man da die ganze fiktive Scheiße findet, die gestellt ist und die einfach nur darauf abzielt, ja, Plays und Viralität zu verursachen. Das machen wir hier nicht, haben wir keinen Bock drauf. Wir beschäftigen uns intensiv damit, gucken wirklich, was wir für Kontakte haben. Da kann es Tage geben, wie bei Thomann Stimmen, wo wir mal 3 Streams haben, wo überhaupt nichts passiert ist. Ne? Und dann hast du mal nach einem Monat, da war mal eine Stimme drauf, das so, wow, wow, cool. Das sind halt die spannenden Dinger. Ne? Was wir aber halt immer garantieren können, dass wir Jenseitskontakte haben. Die meine ich immer. Ich glaube, vielleicht in den ganzen Jahren vielleicht 2-3 Mal gar keine. Aber Jenseitskontakte haben wir eigentlich immer. Weil Verstorbene sind immer anwesend und gehen immer mit uns in den Kontakt. Immer. Olli 342. Danke für 9 Monate für den T2, Olli. Ganz liebes Dankeschön. Alexandrius kommt noch rein, Jackie 40 kommt noch mit rein, Bina kommt noch mit rein, Sabbelzombie oder bei TikTok, sagt Sarah auch, ja, oder bei TikTok. Ja, da ist immer ganz, ganz viel. Aber man muss das immer so ein bisschen so in der Waage halten, ja. Ich gucke super viel TikTok, super viel, aber ich gucke bewusst TikTok, das ist der Unterschied, ja. Ich gucke bewusst, ich lasse mich da jetzt nicht von der Scheiße berieseln, ich gucke nach Themen, ja. Also dafür ist TikTok wirklich gut, wenn du einfach nur TikTok so nimmst, ohne zu wissen, was du machst, ist das Blödsinn. Aber wenn du wirklich hingehst und sagst, ich schaue mir TikTok themenbasiert an, das heißt, ich gucke mir nur Tutorials an. Mega geil. Also ich habe fürs iPad unheimlich viele Tutorials mir angeguckt. Das ist richtig geil. Ne? Also ist sogar cooler manchmal wie YouTube. Tippst einfach nur ein Tutorial, irgendwie Tasks oder sowas. Dann ja, also das ist wirklich cool. Aber ansonsten wirst du dir ja nicht jeden Kack angucken. Also du wirst ja nur themenbasiert vielleicht schauen. Dafür ist es wirklich gut. Und da gucke ich, nutze ich das wirklich täglich, weil da kurze Short-Info-Videos sind zu Sachen, die du wirklich wissen möchtest. Ne? Cindy, komm noch rein. Hi, Zirkenklein. Hi, grüß dich. Snorks, was schreibst du da? Ja, das ist wirklich so. Das hast du recht, noch. Das ist wirklich der Punkt. Ne? Das ist wirklich der Punkt. Und mal gerade so, ich habe zum Beispiel, hallo Label Love. Keule, ich sehe dich, schau mal auf dein Smartphone. Was macht der denn da? Was hast du denn da? Der Danny sieht mich, ich soll aufs Smartphone gucken. Steffi, what? Hallo Minne. Danny schreibt, Keule, ich sehe dich, schau auf dein Smartphone. Ist das dein Hühnerauge oder was? Ist das dein Hühnerauge, Onkel? Ist das am Fuß unten? Das ist dein Hühnerauge, ne? Der ist ja kein normales. Ist das jetzt mein Auge auf dem Bildschirm oder dein Auge? Was hast du denn da gemacht, du? Nee, das ist deiner, oder? Das ist auch kein normales Verhalten, Danny. Vielleicht muss man das andersrum gucken. So. So. Das ist wild.
Das ist deins? Ja, Danny meint einen auch so, warum fotografierst du dein Auge und schickst mir das? Macht dich das jetzt irgendwie an oder so, dass ich mir dein Auge angucke? Ich frage mal so, hat dich das jetzt geil gemacht, weil ich dein Auge hier sehe? Da killt mich gerade. Jetzt sieht Danny uns alle. Ja. Da kannst du wirklich, ich habe ein Auge auf dich geworfen. Ja, nee, killt mich. Keine Ahnung, war mir nach. Ja, zum Glück ist nur ein Auge, ne? Gibt Menschen, die schicken ganz andere Sachen, du. Ne? Nini fühlt sich beobachtet. Hast du auch ein Auge von dem gekriegt? Ja, nee, normal. Das ist nicht normal. Das ist kein normales Verhalten. Kein normales Verhalten. Ach, unfassbar. Unfassbar. Nini fühlt sich beobachtet. Ja, fühle ich voll. Fühle ich voll. Kein normales Verhalten. Oh. Okay, Leute. Nee, zum Glück nicht. Er kommt noch. Er kommt noch. Okay, also erstmal, ich wollte eigentlich heute Best of Insta, nochmal Schnaddel, Entschuldigung, Schnaddel, da ich noch nicht Danke gesagt habe. Schnaddel hat nämlich 10 Bits noch gegeben. Ich danke dir, Schnaddel. Ich wollte heute eigentlich Best of Instagram zusammensuchen. Jetzt kommt der Knall, ich habe total vergessen. Ich habe, glaube ich, 4-mal rein gedacht. Und 4-mal wieder vergessen. Ist halt so. Ist nicht tragisch. Können wir überleben. Ja, definitiv. Dann ist mir zu Hause noch was richtig Interessantes passiert. Also das habe ich keine Erklärung für. Also zwei merkwürdige Dinge. Also ich saß mit meinem iPad so ganz entspannt bei mir in der Küche. So einen alten Kaffee getrunken dabei. Hänger da so. Tüp, 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 tüp. Und richte das ein. Das ist ein altes, das alte iPad. Ich habe ein neues. Aber das habe ich, nur das iPad wollte ich jetzt immer hier haben für den Chat, so dass ich den Chat ansehen kann. Ja, sitze in der Küche, richte das neue iPad ein. Bababa. Dann höre ich ein Kind sprechen. Glasklar. Ich konnte es nicht verstehen. Es war glasklar. Es war bei mir zu Hause. Ich das erste, was ich geguckt habe, kommt es vom iPad? Nee, iPad hatte gar keinen Ton an. Ich bin zum Fenster, auf der Straße war niemand. Treppenhaus, niemand. Es ist niemand da gewesen. Handy, nichts. Es war eine glasklare Stimme, jung, kindlich, aber ich konnte sie nicht verstehen und ich wusste nicht, wo es herkommt. Also wie gesagt, das erste, was ich geguckt habe, ist das Tablet irgendwie, das iPad leise. Ja, war nichts. Ich habe ja auch nichts gemacht. Ich war ja nur in der Systemeinstellung. Ich habe geguckt am Handy. Nee, Handy war auch nicht. Nichts gewesen. Ich habe mein Handy immer auf stumm, immer. Fenster, nichts. Ich habe keine Musik angehabt. Ich habe nichts gehabt. Ich saß mit geschlossenen Fenstern zu Hause. Und es war glasklar. Okay. Jetzt, und erstmal, Camillo, danke für 31 Monate. Chantal 1965, danke für 52 Monate, ihr Lieben. Ganz liebes Dankeschön. Okay, ist noch nicht das Einzigste, was passiert ist. Ich spiele euch gleich was vor und das hört ihr euch bitte an. Ja? Mein Papa hat WhatsApp. Ja? Ich spiele euch jetzt etwas vor. Das hört ihr euch bitte mal an. Also ist eine Nachricht an meinen Papa, ne? Okay, warte. Hallo Papa, ich habe vorhin versucht, dich anzurufen. Du bist wohl leider nicht zu Hause, ist nicht schlimm. Deswegen hör einfach meine Nachricht ab. Wir sehen uns ja am Sonntag, Birthday Essen. Deswegen wollte ich fragen, um wie viel Uhr treffen wir uns denn? Das wird ja wohl wieder der Grieche sein, wo wir sonst immer sind. Gib mir da einfach noch mal kurz eine Info, wie viel Uhr ich dann am Sonntag bei dir sein soll. Dicken Kuss und liebe Grüße. Mein Papa antwortet, was atmest du so schwer, Jung? Treffen uns um 15 Uhr, hab dich lieb. Was ist das für ein Atmen? Das ist nicht mein Atmen. Was ist das für ein Atmen? Hör nochmal hin. Hallo Papa, ich habe vorhin versucht, dich anzurufen. Du bist wohl leider nicht zu Hause, ist nicht schlimm. Deswegen hör einfach meine Nachricht ab. Wir sehen uns ja am Sonntag, Birthday Essen. Deswegen wollte ich fragen, um wie viel Uhr treffen wir uns denn? Das wird ja wohl wieder der Grieche sein, wo wir sonst immer sind. Gib mir da einfach nochmal kurz eine Info, wie viel Uhr ich dann am Sonntag bei dir sein soll. Dicken Kuss und liebe Grüße.
Wichtig. Ich nehme immer so eine Nachricht auf, immer so. Aber das ist wirklich, ich war zu Hause in der Küche. Und das ist wirklich so ein, und ich habe kein Lungenatmen oder sonst was. Ja, keine Ahnung. Das ist ja noch das Wilde, weil ich nämlich dieses Kind gehört habe und dann mit meinem Papa das noch. Und ich mir ja, ich habe ja nicht, ich höre mir das ja nicht selber an. Und wie gesagt, dann schickst du dann auch mal ein paar Mal so, was atmest du so schwer, Jungs? So, was? Und dann habe ich das erstmal angehört. Und manchmal, wieso atmen? Ich habe doch überhaupt nicht schwer geatmet. Und dann habe ich mir das erstmal angehört und habe ich das auch gehört. Ne? Und genau, das Atmen hat Vitrana recht, das passt nicht zum Sprechrhythmus. Komisch, ne? Und Fernuni Rute Mopede, danke für 2 Jahre, ganz liebes Dankeschön. Das passt nicht zum Sprechen, das ist nicht in einem Atemzyklus. Also wenn du redest, ja, wie geht's dir denn? Ich wollte eigentlich dir auch noch Bescheid geben, dass dann atmest du halt. Aber das ist nicht in dem Sprachbereich, während ich rede. Hallo Papa, ich habe vorhin versucht, dich anzurufen. Du bist wohl leider nicht zu Hause, ist nicht schlimm. Deswegen hör einfach mal eine Nachricht ab. Wir sehen uns ja am Sonntag, Birthday Essen. Deswegen wollte ich fragen, um wie viel Uhr treffen wir uns denn? Das wird ja wohl wieder, denke ich, hier sein, wo wir sonst immer sind. Gib mir da einfach noch mal kurz eine Info, wie viel Uhr ich denn am Sonntag bei dir sein soll. Dicken Kuss und liebe Grüße. Und das ist im Hintergrund. Komisch. Nee, raschel nicht. Ich mache ja immer so eine normale Aufnahme. Ist ja kein Raschel. Sitze ja ganz normal am Küchentisch zum Beispiel. Ne? Also wirklich komisch, ey. Ne, Tura, danke für 100 Bits, ne, Tura. Ganz liebes Dankeschön. Merkwürdig, ne? Aber das kann man leider nicht trennen. Ne? Das sind zwei verschiedene. Das funktioniert, das ist ja eine Tonspur. Aber ich fand das schon wild. Also ich muss mal irgendwie gucken, ob ich das irgendwie mal auf dem Rechner kriege. Und dann mal gucken letzten Endes, ne? Mal gucken. Schauen wir mal. So, ich werde mal eben das Mikro hier mal eben dran bimmeln. Und dann gucken wir mal. So. Interessant ist halt, dass diese beiden Sachen heute waren, wo ich auch dieses Kind da gehört habe, ne? Delena, da gibt es kein Rascheln, hatte ich noch nie bei einer Nachricht von dir. Ja, Rascheln hast du nicht, da müsstest du ja ein Papier rumfummeln oder. Das ist ja eher mehr ein Atmen, ja. Eher mehr ein. Irgendwie so hört sich das an. Sehr düsteres Atmen. Und das, also, ich habe ja schon viele wilde Nachrichten mal verschickt. Also, manche kennen meine wilden Nachrichten, dass ich aus Versehen mal was aufgenommen habe. Aber ich habe immer. Eine glasklare Nachrichten immer. Da schon peinliche Sachen passiert, wenn mich manchmal irgendjemand anschreibt, du, was hast du mir denn da geschickt? Ich so, ich hab dir nichts geschickt. Doch, hör mal, und dann so, oh, dann hörst du, wie ich dann in der Küche bastel oder sowas oder irgendwie aufräume oder singe. Oh, alles schon passiert. Fujavir, ich danke dir für 400 Bills. Ganz liebes Dankeschön. Danke dir, ne? Und die Türe nochmal, danke für 100. Also einige kennen das, schon sehr oft passiert, dass sie dann mich angeschrieben haben, du hast mir gerade eine Nachricht geschickt. Ich so, ich habe dir keine geschickt. Doch, ihr Hosentaschennachrichten. Genau solche Hosentaschennachrichten. Dann hörst du dann da irgendwas, so, was habe ich denn da gemacht? So, habe ich schon mal Nachrichten in Antworten bekommen. So, und dann höre ich mir, was da denn? Der Kling, Klong, Boing, ui, husch. Da habe ich mich irgendwie selber totgelacht, weil ich irgendwo wieder gegengerannt bin. Ist ganz normale Nachrichten bei mir. Da darf man sich nicht vertun. Ganz normale Nachrichten. Ich glaube, viele haben die schon mal bekommen von mir. Ja. So, okay. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal rübergehen. Ja, Pink Lady, stimmt, auf dem WhatsApp, auf dem Rechner. Stimmt, das ist. Stimmt, da hast du recht. Dann kann man da rüberziehen, genau. Javier, ich habe mal aus Versehen auf der Arbeit meiner Apple Watch einen Anruf gestartet. Ja, kenne ich. Wir kennen nur die Hosentaschenanrufe von meiner Schwiegermama. Ich kenne nur Jodelhosen, nee, ich kenne nur, wie heißt das? Jodelschreie aus der Unterhose, aus den 80ern, sowas kenne ich.
Jodelschreie aus der Unterhose, wie die Filme hießen in den 80ern, keine Ahnung. Miss Peppermint, ich bin die Meisterin der Hosentaschenanrufe. Okay. Sagen keine Nachricht raus, wie das Smartphone ins Klon fällt. Ihr kennt es, ne? Es jodelt in der Lederhose. Sehr diese Filme da. Na? Gesang aus der Lederhose Teil 3 und sowas. Und solche Sachen. Also, okay, ich wechsle mal eben. Okay. So. Wenn wir eben kurz mal eben was trinken und dann werden wir mal zum Luigi rüberrennen. Hosentaschenanrufer sind schon anders wild. Die sind sehr, sehr wild. Das ist wirklich in the wild. Von Javier nochmal, danke für die 100 Bits, von Javier. Danke dir. Pingle, ich würde dir gerne mal ein Naschpaket zukommen lassen. Brauchst du ein Ausrufezeichen Post eintippen, du? Ich danke dir. So. Die Rolex kommen näher. Oh Mist, wisst ihr, ich muss Rolex einblenden. Scheiße. Ha! Rolex kommt näher. Ab jede Post, ne? Genau. Prost. Ah, ne, Post, genau. Prost. Oh, dieses Zeug ist so lecker. Ich muss mich immer an meine Kindheit erinnern, ne? Tritrop. Da muss ich immer an meine Kindheit denken. Upgrade your world. So geil. Boah. Aber natürlich scheiße Zucker drin, ne? Wie fahren wir denn da? In 100 Milliliter Sirup, 22 Gramm Zucker, ne? Ist eine Zuckerbombe. Ist eine Zuckerbombe, aber trotzdem geil. Geil. Wirklich gut. Wirklich geil. Okay. Mensch, die Batterie ist schon mal drin. Ja. Noch nicht mal. Noch nicht mal. Ich habe noch nicht mal ein Lederband. Aber wir arbeiten. Ich denke mal so. Ja. Ha. Wir sehen das seit Monaten täglich. Sisse Cindy. Warum siehst du das seit Monaten täglich? Was, wo ist der? Finde den Fehler, Cindy. Finde den Fehler. Warum seit Monaten 111.11 steht? Finde den Fehler. Finde den Fehler. That's a problem. Deswegen kriege ich die Kacke ja nicht. So, ich muss mal Heizung ausmachen. Dann wird die warm. Dann mache ich hier meine Flaschen. Ich habe hier unten, ich muss meinen Kasten mitbringen. Habt ihr das mitbekommen mit den Winterreifen? MS, jo, habe ich. Ah, ich zum Glück nicht. Zum Glück schon gewechselt. Zum Glück schon gewechselt. Nein, ich meine, ich sehe überall die FFF oder FF. Das ist sie. Ender S. Ender S. So. Wenn eine Lederhose von alleine anfängt zu jodeln, sollte man sich Gedanken machen. Ja, die Frage ist, warum sollte sie jodeln? Alpin muss jetzt auch dann, ja. Er hat bestimmt bis zum 11.11. stehen. Ja, möglich. Pink Daily ist jetzt ein Twix. Oh, da könnte ich gar nicht. Ich finde Twix so hardcore süß, ne? Da kriege ich Zahnschmerzen von Twix. Ja. Also, sonst, das, da kann ich nicht. Duplo ist geil, aber Twix finde ich so süß. Da schmerzen mir die Zähne, obwohl ich eigentlich keine empfindlichen Zähne habe. Die schmerzen mir. Ja, die schmerzen mir. So, damit ihr es gesehen habt hier, seit Monaten, nichts da, wieder ausblenden. Fujavi ist eher herzhafter. Also meinst du so eine Bratwurst und so? Twix oder Reiner ist geil. Ja, ist er. Ne? Ja. Ja, aber hier, Twix oder Reiter? Reiter heißt er jetzt Twix. Aus Reiter wird jetzt Twix und ändert sich nichts. Genau. Ne? Aus meiner großen Buchs von Trolli. Was heißt, hört auf mit Süßigkeiten. Ich hab nichts hier. Hab nichts hier. So. Okay. Mach mal mein Handy wieder auf die Ladefläche drauf. Und dann schauen wir mal. So. Lade. Also wer? Warum jetzt nicht, du Fool? Alter, der Kacke jetzt aber. Was ist eigentlich aus der Haribo-Fraktion geworden? Lena ist ja morgen da.
Lena ist ja morgen da, die kommen ja morgen. Ne? Die ist ja morgen da. Also da werden wieder Süßigkeiten gegessen. Diesen Baumstamm, nee, den Baumstamm mag ich auch nicht. Ich habe zwar jetzt schon so ein bisschen Weihnachtsschrott mir geholt. Hallo, Sora und Moon. So. Gucken wir mal. So, dann machen wir mal das Ding hier hinten an. Den mal an. Den an, den dicken Teddybär an, den an, den an, nochmal Licht aus, und dann gucken wir mal, ob wir heute was Schönes bekommen oder nicht bekommen, wir wissen es nicht, wir schauen mal. Mein Mann neben mir ist mit Dominosteinen beschäftigt, baute diese ganzen Wege da. Diese Domino-Wege. Da kann man ja coole Wege mitmachen. Ne? Gibt ja auch die Domino-Days, sind auch cool. Na. Mal ein bisschen näher. So, jetzt nehme ich mir mal mein Tablet hier, damit ich den Chat lesen kann. Sonst kann ich ja nämlich mal wieder hier nicht lesen. So. Achso, deswegen verkehrt rum. So, wo war ich denn hier? Twitch. Das ist ja mal wieder ein typischer Mark. Sollte man auch drauf haben, wenn man das benutzen möchte. Okay, ich muss auch mal eben kurz draufhauen, damit ich das hier sehen kann. Natürlich wieder super. Okay, warte mal eben. App Store, mal eben kurz Twitch installieren. Dann sehe ich das nicht. Ladung des Todes. Ah, da. Okay, suchen. Twitch. Einmal kurz laden. Ja. Touch ID. Dann laden wir runter, Hase. Ich bin gespannt. Weil dann kann ich das nämlich jetzt hier ganz geil hinstellen und kann dann ein bisschen was sehen. Weil ich bin so ein blindes Huhn. Oh. Das ist alles wild hier, habe ich das? So, das ist von der Arbeit, das Handy. Warum habe ich das von der Arbeit mitgenommen? Okay, das Arbeitshandy noch hier. So, alles wild. Habe ich gerade das Handy noch gar nicht hingelegt. Ja, kannst du jetzt mal ein bisschen schneller da machen? Oh. So, okay, machen wir mal anders. Alles wild hier. Alles wild. Alles wild. Ja, da kann ich halt ein bisschen, das kann ich hier vorne jetzt schön hinstellen. Oh, was bist denn so langsam, Hase? Was bist du denn so langsam? Komm, wir switchen mal eben ins andere rüber. Hallo? Leider Tag heute. So, erster Jenseitskontakt mal wieder. Nach dem Urlaub. Machen wir eben ganz kurz mal ein paar Apps zu.
Brauchen wir alle nicht. Wumm, wumm, wumm. Ich werde das auch gleich wieder in den Flugmodus umstellen. Nee, brauche ich eigentlich gar nicht, weil ich habe hier keine Geräte liegen. Die sind da hinten. Dürften eigentlich nicht reagieren. Ich kriege hier eine Krise. Meine Fresse, ist halt alles blöd heute. Müssen wir mal in den Browser gehen. So, machen wir anders. Müssen wir mal im Browser. App geht ja gar nicht. Gehen wir mal im Browser rein. Ja, zustimmen, weiß ich doch. Jetzt hier mich suchen. Behind you, that's me. Habe ich schon gefunden. Da bin ich schon. Möchte ich nicht in der App öffnen. So. Da haben wir es doch. Also Dings sehe ich schon mal. Das ist schon mal super. So. Okay. Jetzt kann ich wenigstens ein bisschen Chat sehen. Viel entspannter. Nur ist halt nicht so kompliziert. Wesentlich einfacher jetzt. Super. Okay. So, Onkel ist auch live, sehe ich hier. Das stimmt's aber. Ich hier. Weil die Doppel-W mich nicht hören. Okay. Mega gut. Okay, dann gehen wir mal rein und schauen wir mal. Also das brauche ich jetzt nicht anmachen, weil ich das iPad jetzt hier liegen habe. Da mal dann eh falsch ausschläge. Aber da hinten sehen wir, passiert nichts. Kein Ausschlag. Gut, obwohl ich hier online bin. Karten, ja, Karten können wir machen. So, ich rufe heute unsere Verstorbenen hier an diesem Abend zu uns in die Sitzung. Die Verstorbenen, die da sind, sollen bitte mir hier an diesem Abend über die Karten schon mal eine Vorabinformation geben. Über den Kontakt, den wir hier heute bekommen können. Wenn ihr anwesend seid, gebt mir bitte hier einfach ein Zeichen über die Karten. Die Lampe reagiert nicht auf elektromagnetische Felder, die Lampe reagiert auf Akustik. Deswegen ist es egal, ob das an ist oder aus ist. So, erste Karte Kind. Erste Karte sind die Puppen, Spielpuppen. Erste Karte. Zweite Karte. Es ist viel niedergeschrieben worden, es sind Bücher, es gibt sehr viele Informationen zu. Nächste Karte. Etwas, was wir noch nicht sehen können oder noch nicht erkennen können. Etwas, was noch im Verborgenen ist. Das ist das Interessante. Schauen wir mal. Dann gehen wir mal rein und gucken wir mal. Also wie gesagt, die Lampe, die dort reagiert auf Akustik oder auch wenn Jenseitige mit uns kommunizieren möchten, dann können die Lampe benutzen. Wie gesagt, reagiert nicht auf elektromagnetische Felder, das ist dafür nicht ausgelegt. Der Teddy reagiert auf sehr starke elektromagnetische Felder. Das heißt, da muss was sehr Starkes passieren, damit der Teddy leuchtet. Dann haben wir zwei K2-Messgeräte links mit dem grünen Punkt. Je stärker ein elektromagnetischer Ausschlag ist, umso mehr LEDs werden leuchten. Muss man immer aufpassen, wenn du Handys in der Nähe hast, können die ausschlagen. Aber wir haben ja schon gesehen, hier passiert gar nichts. Und dann haben wir noch oben ein altes Kofferradio, was umgebaut wurde als Ramport, wo die Antenne oben berührt werden muss.
Wenn jemand Verstorbenes heute hier bei uns ist oder mit mir heute in den Kontakt treten möchte, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Die Verstorbenen, die mich hören können, können an diesem Abend mir einfach ein Zeichen geben, hier in diesem Raum, was ich hören kann oder auch sehen kann. Wenn jemand Verstorbenes da ist und mit mir in Kontakt treten möchte, gib mir bitte einfach ein Zeichen hier in dem Raum, damit ich weiß, dass du oder dass ihr da seid. Das ist jetzt interessant, weil wir haben jetzt hier keine akustischen Erhöhungen, dass diese Lampe hätte angehen können. Wenn du mir über diese Lampe ein Zeichen gegeben hast, kannst du auch noch mal über ein anderes Zeichen mit mir hier in den Kontakt treten. Kannst du ein Geräusch machen? Irgendwie klopfen oder so etwas? Kannst du auch mit mir über das Ouija-Board hier in den Kontakt gehen? Okay, so auf Ja oben. Kannst du auch hier ein Geräusch im Raum machen, bitte? Also scheint auf jeden Fall gut mit der Lampe kommunizieren zu können. Mach mal bitte ein klares Geräusch in dem Raum. Kannst du antworten? KLOP Klopf KLOP Klopf Klopf. Ich würde dein Klopfen gerne richtig hören. Gebe mir mal ein gutes und klares Zeichen, dass du da bist. KL Klopf KL OP Klopf Klopf. Kannst du antworten? Dass ich das hören kann. Oder ein anderes lautes Geräusch hier machen. Knacken oder sonstiges. Oh. Habe ich gehört? Oh. Kannst du noch mal knacken? Gerne. Dann klopf oder knack nochmal. Antworte mal mit einem Geräusch.
Habt ihr es hören können? Das hat geklopft. Das hat echt leicht leise geklopft. Kannst du nochmal klopfen? Ich bin da. Dann klopf noch einmal, bitte. Hallo? Bist du bei mir im Raum? Ja, ne? Schön, dass du da bist. Kannst du mir deinen Namen über das Ouija Board nennen? Kannst du näher zu mir kommen und mir durch ein Geräusch zeigen, dass du da bist? Jetzt wird mir gerade voll kalt. Mir wird gerade voll kalt. Richtig kalt gerade. Hallo? Komm mal näher zu mir, bitte. Das wird voll kalt gerade. K2 merkst du. Guck mal, K2 geht auch. Das bestätigt gerade mein Gefühl. Hallo, schön, dass du da bist. K2 hat genau das, was ich gefühlt habe, bestätigt. Nenn mir doch mal hier über das Ouija Board deinen Namen. Hornsmuggel, danke schön für 27 Monate. Und Frankenbiene, danke für 28 Monate. Danke euch beiden. Nenn mir doch mal deinen Namen, bitte. Hier über das Ouija, wie heißt du denn? Hallo Friedhelm. Friedhelm, kannst du deinen Namen bitte durch ein Geräusch bestätigen? Bestätige deinen Namen bitte durch ein Geräusch. Als sich die Kamera bewegt. War das jetzt nur an meinem Tablet oder hat sich die Kamera bewegt? Kann es jetzt vom Browser gekommen sein? Ich glaube vom Browser, ne? Weil ich habe jetzt hier das gesehen, dass die Kamera sich bewegt, aber ich glaube Browser. Aber wundert mich. Oder der Fokus. Egal, keine Ahnung. Dann ist bei mir im Browser. Das ist wild.
das ist, wird gerade. Das ist wild. Das ist wild. Dann war es mal ein Browser. Okay. Friedhelm, wie alt bist du? Siebenundsechzig. Ja. Wow. Friedhelm, wann bist du denn gegangen? Welches Jahr? '82. Ich hätte den Namen jetzt auf älter geschätzt, eher 50 so. Ah, ach Quatsch, 1982 gegangen. Ja klar, okay, dann heißt ja nicht, dass er geboren ist, Denkfehler. 1982, wann bist du denn gegangen? Ich habe dich gefragt, wann bist du geboren? 1982. Friedhelm? Aus welchem Grund bist du denn gegangen? Hast du vor etwas Angst? Gehabt. Du hattest Angst gehabt. Woran bist du gestorben? Nahm mir das Leben vor Angst. Du hast dir das Leben aus Angst genommen? Hattest du vor etwas Angst? Wovor? Vor denen. Wer sind denn die vor denen? Die andere wird es Angst vor der anderen Seite. Reden wir beide von derselben anderen Seite, dem Jenseitigen. Ich
trächtig. Kannst du mir noch mal im Raum ein Zeichen geben, bitte? Er hatte Angst vor allein sein, hat sich davor das Leben genommen? Check ich gerade nicht. Gib mir noch mal ein klares Zeichen hier. Komm noch mal bitte genau in diesen Raum zu mir rein. Ich möchte, dass du dich in diesen Raum reinstellst. Gib mir hier bitte im Raum ein klares, verständliches Zeichen. Hörbar. Oh. Irgendwas gezwickt im Rücken. Ja, kann jetzt vom Pulli sein, egal. Friedhelm. Wovor hattest du Angst von der anderen Seite? Sie kamen zu mir. Reden wir von den Verstorbenen. Hattest du dich mit solchen Sachen beschäftigt? Ja. Stimmen ein. Stimmen eingespielt ist ein Fachausdruck für Thomann-Stimmen. Du hast Thomann-Stimmen aufgenommen früher. Hast du das vielleicht nicht richtig verarbeitet? Falsch. Hä? Erklär mir, wovor du Angst hattest. Es gibt beide Seiten. Friedhelm, meinst du, dass es Gut und Böse gibt? Ja. Es war das Böse. Ich fasse zusammen, Friedhelm. Du hast dich früher mit Thomann-Stimmen beschäftigt. Du bist 67 Jahre alt. Und du hattest Kontakt zu den nicht so positiven Energien. Ist das richtig? Ja, sie sind gefährlich, Mark.
Reden wir von Dämonen? Nein. Das reine Negative. Friedhelm, kann ich dir helfen? Nein. Du brauchst Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ja. Sie beobachten dich. Wer? Wer, Friedhelm, beobachtet mich? Friedhelm, ich möchte, dass du hier in diesen Raum noch mal bitte reinkommst. Komm noch mal in diesen Raum und gebe mir ein einwandfreies, klares Zeichen. Ich probiere jetzt mal was. Alter, strange Sitzung. Was Schluck trinken. Manchmal gibt es echt mal wilde Sitzungen. Also mal gucken, wo ich meine Bälle habe. Wo ich denn meine Bälle? Zwei reichen ja. Hä? Wo habe ich denn die Bälle hin? Sag mal, ich dir eine Schublade rein. Dann hab sie gefunden. Ich brauche nur die zwei. Mehr brauchen wir jetzt nicht. So, ich mach mal eben, ich hol mal eben die Bälle. Ja, gut, dass die rosa sind. Da kann man die ganz gut jetzt erkennen. Und dann mal hier einfach mal nebeneinander kleben ein bisschen. So. Komm mal her. Schnubbi. Alle nebeneinander platzieren. So. Okay. So. Friedhelm? Kannst du einen Ball bewegen, Friedhelm? Oh, also, wenn das jetzt nicht direkt Antwort war, puh. Also ich denke mal, ein direkteres Ja kann man nicht mehr erwarten. Das war direkt spontan Antwort. Friedhelm, kannst du einen Ball bewegen? Und dann noch mit Volltempo. Das war sehr schnelles Ja. Friedhelm, ich danke dir.
Mit dem schnellen hätte ich jetzt nicht gerechnet. Friedhelm, ich danke dir. Warum nein? War ich nicht. Hä? Das warst du nicht? Nein. Die anderen. Julia, danke für 39 Monate. Danke dir. Welche anderen meinst du? Die ich meine. Die, wegen denen du dich umgebracht hast. Ja. Sie sind hier. Sie sind hier. Reden wir von den nicht so guten? Jens oder nee, danke für 45 Monate, Jens oder nee. Reden wir, Friedhelm, von den Bösen? Genau. Jackie 92, danke dir für den nächsten Monat. Danke dir. Die Entität, die hier den Ball bewegt hat, kannst du mir noch mal hier ein Zeichen geben im Raum? Ich rede mit der Entität, die jetzt gerade hier im Raum den Ball bewegt hat. Mach dich bitte bemerkbar, dass ich das hören kann. Das Ding ist, dass wir die komplette Energie gerade richtig umkippen. Ich werde noch schnell dabei. Genau unter meinem Tisch geholt. Werde hier noch mal hin platzieren. Abstand, immer wenn die loslässt. So. Die Entität, die
Mein Jenseitskontakt, der Friedhelm mir gerade beschreibt. Du sollst oder ihr sollt auch hier sein. Bestätigt mir das. Durch was, was ich hören oder sehen kann. Die negative Entität im Raum. Kannst du klopfen? Ein Geräusch machen? Lauter? Antworte laut. Mit Loni, danke für den neuen Sub mit Loni, danke dir. Die negative Entität, die in meinem Raum ist. Hörst du mich? Du hast gerade einen Ball runtergeschmissen. Kein Kontakt dazu. Friedhelm, kann ich mit diesen Entitäten in den Kontakt treten? Kann ich mit denen in den Kontakt treten? Nein, okay. Warum nicht? Sie nehmen mit dir Kontakt auf. Achso, du nimmst nicht mit denen Kontakt auf, die nehmen mit dir Kontakt auf. Kannst du ihnen sagen, dass die mit mir hier in den Kontakt einmal gehen sollen jetzt? Oh, jetzt habe ich Gänsehaut bekommen, nur weil das Ding auf Ja ging. Voll Gänsehaut im Nacken. Nur weil das Ding auf Ja gegangen ist. Volle Gänsehaut, aber volle Granate. Oh. Wie Ballmove Nummer 2. Wie Ballmove 2. Wann war denn Ballmove 2? Ballmove 2. Hä? Wann soll denn das gewesen sein? Der Link hat sich bewegt, wann denn? Jo, der hat sich echt bewegt. Der ist viel näher dran jetzt. Dann machen wir die jetzt mal schön weit auseinander, damit ich das sehen kann. Das Problem ist, ich erkenne das von hinten nicht so, wenn ich weit weg sitze. So. Okay, komm.
So, dieser Abstand müsste ganz gut sein jetzt. Jetzt muss ich das aber ganz gut erkennen. Aua, mal schneller. Ja, jetzt kann man es gut erkennen. Friedhelm, kannst du den negativen Entitäten sagen? Hallo. Hallo. Spreche ich mit Friedhelm? Nein. Friedhelm? Nein. Kannst du oder er ein Geräusch im Raum machen? Klar und deutlich, dass ich das hören kann. Okay. Ich höre. Es steht jemand hinten in der Ecke. Vorne steht jemand. Ich spüre, dass da jemand steht. Du kennst es, ist genauso, wenn du weißt, dass dich jemand anguckt. Du spürst es. Ich spüre, dass da jemand steht. Ich sehe immer nicht. Ich spüre, da ist jemand. Hey, hallo. Hallo. Klopf doch oder mach ein Geräusch, wie du es gesagt hast. Oh. Oh. Du denn? Das ist dieses. So, muss ich vorstellen. Ganz schnell. Wer bist du? Das ist uncool gerade. Wartet. Wenn du das nicht magst, was ich jetzt mache, dann musst du mir ein Geräusch geben. Etwas, was ich hören kann. Wenn du möchtest, dass ich aufhöre, musst du mir ein Geräusch geben. Unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmier nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern löse uns jederzeit von allen Gefahren. Oh, oh ja, jetzt los.
O du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, verhöhne uns mit all deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohn und stell uns vor deinem Sohn arm. Hey. Mach ein Geräusch, wenn ich aufhören soll. Zur Mutter der Barmherzigkeit. Maria, hilf, o Maria, hilf doch mir. Ein armer Sünder kommt zu dir. Im Leben und im Sterben lass uns nicht verderben. Lass uns in keiner Todessünd sterben. Steh uns bei im letzten Streit, o Mutter der Barmherzigkeit. Möchtest du, dass ich aufhöre? Wo von deiner Mutterhand schon so... wo von deiner Mutterhand schon so mancher Hilfe fand, wo so manches wundes Herz Heilung fand von Sorg und Schmerz. Hoffend rufe ich zu dir, o Maria, hilf auch mir. O Maria, steh mir bei, dass mir Gott barmherzig sei. Möchtest du, dass ich aufhöre? Dann mache ich weiter. Leute, ich würde euch so gerne dieses Gefühl hier gerade beschreiben. Das fühlt sich an, als wenn du irgendwie gerade mitten im Winter auf einer Beerdigung stehst. Heilig, heilig, Herr Gott der Herrscharen. Himmel und Erde. Du stehst da, ne? Heilig, 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 Herr Gott der Herrscher, Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der da kommt, im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Heilige Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe. Gegen die Bosheit und die Nachstellung des Teufels sei unser Schutz. Gott gebiete ihm, so bitten wir flehentlich. Du aber, Fürst der himmlischen Herrscher, stoße den Satan und alle anderen bösen Geister, die in der Welt umhergehen, um die Seelen zu verderben, durch Gottes Kraft hinab in die Hölle. Amen. O du größer Himmelsfürst, treuster Verteidiger der Kirche, heiliger Erzengel Michael. Der Kirche, heiliger Erzengel Michael, stehe mir bei während meines ganzen Lebens, damit ich nie vor den so reinen Augen Gottes, weder in Werken noch in Worten noch in Gedanken sündige, verteidige mich gegen alle Angriffe des bösen Feindes, besonders in den Versuchungen gegen den Glauben, und die Reinheit erhalte meiner Seele in der Sterbestunde den Frieden und führe sie in das himmlische Vaterhaus. Amen. Engel Gottes, mein Beschützer, dem Gottes Güte mich anvertraut hat, erleuchte, beschütze, leite und regiere mich. Amen. Heiliger Erzengel Michael, wenn du aufhören möchtest, wenn ich aufhören möchte, so... Heiliger Erzengel Michael, beschütze uns vor den Mächten der Finsternis und auf unseren Bitten und unseren Schutzengel für Bitte, stürze sie hinab in den Abgrund der Hölle, dass sie uns und denen, die mit uns fahren, nicht schaden. Du bist noch immer hier. Du bist noch immer da. Das hat sich nichts verändert. Außer, dass ich immer wieder Gänsehaut kriege. Wer bist du?
Wer bist du? Nenne mich Natas. Hallo Natas. Hallo Mark. Hallo Natas. Satan umgekehrt, aber wichtig. Du wirst keinen Kontakt zu Satan haben. Es ist umgedreht, dann lese ich gerade, Natas heißt Satan, aber Satan geht genauso wenig mit dir in Kontakt wie Jesus. Netura, danke für deinen Sub, Netura, danke dir. Bist du Satan persönlich? Nein. Du. Dummer. Du dummer Mensch. Du sagst, du bist Satan. Du lügst. Mexican Cattoo, danke für den Sub. Du gibst dich als jemand aus, der du nicht bist. Nein. Okay, stimmt. Er hat nicht gesagt, dass er Satan ist. Ist niemals gesagt worden. Was möchtest du von mir? Meine Frage. Wie ist deine Frage? Warum das alles die Frage, warum das alles, was alles das was du machst. Jenseitskontakt oder was? Ist das so ein Ego? Ist das so ein Ego-Ding? Wie meinst du das? Macht dich das geil. Roseline, danke fürs Habe, ja. Du fragst, ob mich Jenseitskontakte geil machen. Ja.
holst du dir darauf auch einen habe ich da mir einen drauf. Ja. Machst du es deine Mutter sitzt im Rollstuhl. Kann ich auch in die Fresse treten, was denn damit? Ich kann ja auch einfach in die Fresse treten. Du widerst mich an. Du ekelst und widerst mich an. Ich glaube, du warst schon zu Lebzeiten so ein Stück Dreck, oder? Große Fresse, nichts dahinter. Mutig. Sehr mutig. Du bist ekelig. Ja. Deine Mutter sollte sich schämen. Ich glaube, bei dir sind ein paar Spermien falsch abgebogen damals, ne? Kann es sein, dass die Besten es nicht geschafft haben? Sind vielleicht irgendwie gegen die Wand geknallt oder so. Kann auch sein, dass du irgendwie vom Essen mit einer Gabel irgendwie dir die Gabel in die Nase gerammt hast, dass die ein paar Hirnzellen getötet haben. Dass jetzt vielleicht so ein Frontallappen fehlt oder so. Was stimmt mit dir nicht, Kollege? Du hast doch eindeutig irgendwie einen Besen falsch gefressen. Was stimmt mit dir nicht? Wenn du mein Nachbar wärst, du würdest von mir so eine Schelle kriegen, du würdest einmal durchs Treppenhaus fliegen. Und dann würdest du mich noch bitten, dass ich nochmal mache. Dann sag ich ja und bring die Post mit. Was stimmt mit dir nicht, Vogel, du? Bei dir ist doch alles falsch abgebogen. Hast du mal so falsch gefurzt, dass die Gase dein Gehirn aufgeweicht haben? Was ist nicht richtig in deinem Kopf? Lass es.
Ich glaube, du bist der Typ, der Bowling spielen war, der nicht die Kegel getroffen hat, sondern der in die Luft nach oben geschleudert hat, wo die Bowlingkugel auf den Kopf fiel, ne? Das warst du, ne? Komm, melde dich. Hast du beim Furzen Methangase entwickelt, die dich haben dumm werden lassen damals? Wo ist dein Gehirn abgebogen? Falsche Abfahrt genommen oder war was schon mit dir nicht? Sag mal. Gefährliches Spiel. Was willst du jetzt von mir? Was bist du? Wie heißt du? Wie heißt du? Rudi. Hallo Rudi. Hallo. Rudi, was bist du für ein Vogel? Für meinen Magen. Die sollte man echt mit einem Bratpfanne einmal am Kopf schlagen, du. Da die Schneidezähne raus sind, da können sie vorne noch irgendwie einen Löffel reinhängen, da können sie noch Eierlaufen mitmachen. Rudi, was stimmt mit dir nicht? Du gehst mir ganz schön auf die Nüsse. Wie alt bist du? 15. Hast du viel Horrorfilme geguckt oder was? Paar. Sei froh, dass ich nicht dein Vater bin. Alter, du hättest dein Leben lang Hausarrest. Was ist mit dir passiert, Junge? Niemand. Niemand mochte mich. Kannst du das verstehen? Ja. Kannst du verstehen, dass man dich nicht so gemocht hat? Warum bist du so? Ich war immer alleine. Seine Eltern sich nicht um dich gekümmert. Okay, da kannst du nichts für, Junge. Warum haben die sich denn nicht um dich gekümmert? Keine Lust. Was scheiße. Ja. Du musst nicht so scheiße sein. Danke. Wofür danke? Dass du so mit mir redest. Wie rede ich mit dir?
Direkt. Ja, ich sag dir, das was scheiße ist, ne? Hat sonst redet mit dir keiner so, ne? Aber weißt du, dass mir das ganz schön auf den Sack geht? Tut mir. Was ist denn passiert mit 15? Drogen. Was denn? Heroin, okay. Falsche Freunde. Ja. Arl und Elder haben sich gar nicht um dich gekümmert. Nein. Rudi, du kannst nichts für deine Kindheit. Doch, du kannst nichts für deine Kindheit. Danke für deine Worte. Gerne. Du bist mit 15 ein Kind gewesen. Und haben sich deine Eltern nie um dich gekümmert? Nein. Denen war ich beide. Beide getrunken, beide Alkoholiker. Scheiße. Kacke. Ich wünschte mir, du hättest eine schöne Kindheit gehabt. Ich auch. Möchtest du ihn loslassen? Ja. Dann möchte ich, dass du mir bitte zuhörst. Wenn du das alles jetzt hinter dich lassen möchtest, wenn das, was du erlebt hast, noch immer abgespeichert sein soll, aber nicht mehr die schmerzhaften Erinnerungen hervorruft, nicht mehr den seelischen Schmerz, nicht mehr diese traurige Erinnerung, sondern dass es nur noch für dich eine Erinnerung ist, ohne Bewertung. Wenn du den nächsten Schritt gehen möchtest, dann möchte ich, dass du mir jetzt zuhörst. Wenn du gehen möchtest, wirst du ein Licht sehen. Ich möchte, dass du mir ein Zeichen gibst, was ich sehen oder hören kann, wenn dieses Licht auftaucht. Gib mir ein Zeichen, wenn du dieses Licht siehst, was ich hören kann, bitte. Jetzt hatten wir unser Kind. Das war unser Kind. Kannst du das Licht sehen? Möchtest du überhaupt gehen? Nein.
Willst nicht gehen, okay. Danke für alles und raus. Okay, wollte nicht. Wichtig, diese Altersphase mit 15, so diese Altersklasse ist super wichtig. Wenn du da niemand hast, der dir den Weg zeigt, du fühlst dich in dem Alter super reif. Du fühlst dich schon echt erwachsen. Du glaubst, du hast die Welt verstanden. Du hast eigentlich nichts verstanden. Gar nichts. Du glaubst es aber. Du glaubst es. Mit 15, 13, 14, 15 war bei mir auch, ich habe auch gedacht, ich koste die Welt. Habe ich auch so gedacht, so ich bin total erwachsen schon. Weil du kannst ja irgendwie alles. Ne? Du kommst selbst klar, du kannst durch die Gegend düsen, kannst Scheiße bauen. Aber im Grunde fehlt dir noch unheimlich viel Reife. Und diese Reife kriegst du von den Erwachsenen, wenn du dich mit den Erwachsenen umgibst. Dadurch aber, wenn du diesen Erwachsenenbezug nicht hast, weil sie nicht da sind, das war ja bei mir identisch in dem Alter. Meine Eltern waren geschieden, meine Mutter war den ganzen Tag weg. Und dann ging ja so ein paar Jahre, ich war ja mehrere Jahre alleine. Ne? Ging morgens, hat mir Kohle hingelegt und kam spät abends, nachts nach Hause. Ich musste ja selber klarkommen in dem Alter, ja, vielleicht 13, 14. Ich musste mein eigenes Leben leben. Ich hatte im Grunde meine eigene Wohnung in dem Alter, da kommt es ja gar nicht klar. Und wenn du, und du lernst dann von anderen in deinem Alter, die das auch nicht besser wissen. Und dann kommst du in so ein riesen Ding rein. Und dann, ich bin in Duisburg groß geworden und dann kommen diese ganzen falschen Freunde. Die kommen. Wie das Arme in der Kirche. Die kommen. Gerade wenn du so in bestimmten Duisburger Bezirken aufgewachsen bist wie ich, die kommen. Die sind da. Und das ist dann deine Familie. Diese ganzen anderen, die genauso sind wie du. Und du versuchst dann mit dieser, in Klammern, Familie, die du jetzt hast, von, in Klammern, Freunden, dich zu entwickeln. Aber hau nicht hin. Weil du entwickelst dich in dieser Gruppe, aber nicht so, wie es eigentlich sein sollte, weil du diese ganzen Werte noch nicht kennst. Du kennst nicht das, was ist gut und was ist richtig. Du erfährst das dann auf eine andere Art und Weise. Ne? Du erfährst das dann so auf dieser Weise, wenn einer sagt, hey, ich habe die und die Scheiße gemacht. Okay. Und was passiert? Nix. Okay. So lernst du das dann halt, wenn du nicht den Bezug zu Erwachsenen hast, die dir sagen, was ist richtig, was ist falsch irgendwie. In der Zeit, wo ich in Duisburg-Rheinhausen gewohnt habe, ist das ganz normal gewesen, dass irgendwie Freunde mal in der Zeit nicht mehr da waren. Ganz normal. Heißt aber nicht, dass die im Urlaub waren oder irgendwie umgezogen. Die waren halt einfach mal ein paar Jahre weg. Das war ganz normal. Das war total normal da. Du wolltest einen Freund besuchen und dann war er nicht mehr da. Und dann, wo ist er denn? Ja, ist von heute Abend an 2 Jahre weg. Okay. Was hat er gemacht? Ja, das und das. Okay. Du kennst es nicht anders, weil dieser Bezug der Erwachsenen, die gefehlt hat, die dir gesagt haben, was ist richtig, was ist falsch. Und das ist das Problem. Diese Reife bekommst du erst, wenn du entweder den Punkt sagst oder sagst, so habe ich gar keinen Bock drauf. Ich werde mir jetzt gucken, dass ich irgendwie weiterkomme im Leben. Oder du bleibst auf dieser Autobahn weiter mit deinem Auto und fährst diesen Weg mit, der aber nicht der richtige ist. Und das ist der Punkt. Ich habe dann damals gesagt, ich ziehe weg. Und das war eine der besten Entscheidungen meines ganzen Lebens. Meines ganzen Lebens. Also wenn ich so gucke, was aus vielen damals geworden ist, nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Ne? Und das ist der Punkt halt. Wenn du Kinder hast, gib deinen Kindern die ordentlichen Werte mit. Die ordentlichen Dinge des Lebens. Zeig denen, was gut und richtig ist. Erklären auch, was falsch ist und wenn es falsch ist, warum es falsch ist und welche Konsequenzen bestimmte Auswirkungen haben könnten. Ja? Und das ist so wichtig.
Wichtig ist es, denen zuzuhören. Höre ihnen zu. Verstehe sie. Wir waren genauso. Wir waren genauso. Und wir haben damals auch schon 6. Klasse uns Schachtelzigaretten gekauft und hinten an den Toreinfahrten Kippen geraucht. War normal. Dass da irgendeiner eine Saufparty hatte, war auch normal. Ja, aber wenn du keine Eltern hast, die dich verstehen, wichtig, ganz, ganz wichtig, Leute, wichtig, wichtig, wichtig. Es gibt aber auch sehr viele Kinder, die haben gar keinen Bock auf die Eltern. Ne? Also die wollen mit den Eltern nicht reden, gar nicht. Da sind die Zugänge super, super schwer. Also das muss man auch sagen. Ne? Es gibt solche und solche. Ne? Aber wichtig ist trotzdem natürlich immer, die Gespräche zu suchen. Ist nicht easy, Gottes Willen, möchte ich nicht behaupten. Ja? Mit mir war es nicht einfach zu kommunizieren früher. Also wenn zu mir dann mal meine Mutter gesagt hatte, ja, jetzt müssen wir mal gucken. Ja. Dann war ich weg, dann war ich wieder weg. Dann war ich halt wieder weg. Ne? Aber so sieht's aus, Leute. Ist nicht easy. Ich glaube, jetzt mal alle. Ja. So, warte, wie spät haben wir überhaupt? 10 vor, okay. Ah, jetzt merke ich, mein Nasenspray lässt. Mein Nasenspray hört auf gerade. Nase wird zu. Oh. Warte mal. Wo bist denn du jetzt her? Doch, jetzt. Ich merke auch, mein Nasenspray wird immer enger. Meine Nase geht immer mehr dichter. Okay, dann werde ich mich heute zu Hause wieder aufs Sofa setzen. Und habe mich da noch mal ein bisschen hin. Früh schlafen gehen, weil ich wechsle. So, und morgen sehen wir uns ja. Morgen ist Lena mit am Start. Deswegen wünsche ich euch jetzt erstmal einen wundervollen Abend, ihr Süßen. Kommt gut in die Nacht. Aber mir geht schon viel besser. Also nur Nasenspray weg gerade nicht mehr. Ich habe auch keinen Schnupfen oder so. Die Plätte geht immer mehr weg. Also geht steil nach oben. Ne? Deswegen, wir sehen uns morgen um 20 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Schlaf gut, kommt gut in die Nacht. Kommt morgen gut raus, ne? Morgen früh wieder. Und wir hören uns dann morgen und sehen uns. Bis morgen, schlaf gut. Danke für die Subs und danke an meine Moderation. Kuss geht raus an alle. Bis morgen. Ne? Ciao, ich schlaf gut.